Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des 17 im Multiplayer-Projekt mit Maurice und Marc. Hallo. Hallöchen. Hab ich sonst auch immer Marc gesagt oder habe ich immer mir gesagt? Nein. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich gerade. Schon zu lange her, ey. Ja, ne? Über eine Viertelstunde. Kann ich gerade sagen. Kann ich mir nicht merken. Schlimm. Also Alzheimer auf Stufe 3 schon, echt? Du sagst es. Also, aber wo soll ich denn restliche Gras jetzt kippen? Lass den da drin, den brauchen wir aktuell ja erstmal nicht, den Wagen. Also kannst du da erstmal da drin stellen lassen. Ja, ist gut. Ich muss, genau, was ich jetzt noch machen wollte, ist erstmal den Hof aufräumen wieder. Wenn du säst, werde ich hier mal einen Hof hier auf vorne anbringen. Ja. Ja, mach das. Mit war für die nächste Session, also für die nächste Folge werde ich ja mit auch aufräumen, aber mit wir dann für die nächste Session dann wieder alles aufgeräumt haben. Genau, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen säen. Grundsanieren. Genau, ich werde grundsanieren, du wirst säen. Ja. Damit wir ein bisschen was zum Ernten irgendwann haben. Denn es ist jetzt einfach mal so, dass wir jetzt halt nur mal groß, viel Fläche haben, was wir bearbeiten müssen. Ja. Und da gibt es halt auch eine Season. Ich bin da überlegen, ob man sich vielleicht auch überlegt, dass man vielleicht auch noch für unser Projekt auch noch die Karte. Nee, wo ist denn jetzt die Karte? Ja, vielleicht auch noch sich eine kleinere holt, die auch das kleiner ist. Also ich würde jetzt ganz ehrlich, wir wechseln jetzt einfach. Im FFA-Projekt, also Bindelbach-Karte auch halt, würde ich auf jeden Fall noch einen Monat erstmal halten und dann Nein, können wir immer. Ja, das ist schon klein, aber ich sage, auf Dauer können wir so eine Musik zu zweit einfach nicht schaffen. Ich sag's dir nur jetzt schon mal. Ja, das Problem ist, wir müssten ja auch theoretisch nicht alle Felder nehmen. Es reicht ja, wenn wir keine Ahnung, 10 ja, Felder aber nehmen. Ja, trotzdem, die Karte ist oder? So groß und für zwei, weil, also ist nicht ganz mal. Deswegen fand ich das schon gut, dass wir jetzt FFA-Base gewechselt haben. Und FFA war ja allgemein so eine Sache mit Karte, die haben uns ja vorher nicht ganz so überlegt. Das haben wir öfter schon gesagt, dass wir da mal wechseln sollten. Jetzt haben wir halt letzte Folge komplett endgültig beschlossen, dass wir wechseln. Ja, jetzt wechseln wir halt. Also ich würde... Also, ja... Gute Frage, nächste Frage. Ja. Ist halt nur, da kann man uns endlich noch Gedanken drüber machen, erst wenn wir wirklich sagen, so jetzt wollen wir wechseln, dann haben wir immer noch 2 Wochen Zeit, uns, sage ich mal, rauszusuchen, welche Karte wir nehmen, vorausgesetzt, wir führen das Projekt überhaupt weiter fort. Wenn wir jetzt wirklich Content ändern wollen, dann ist, denke ich mal, das ist ja eigentlich, sage ich mal, das FFA-Projekt eins mit, was am LS, denke ich mal, noch am längsten halten wird, hoffe ich. Wenn ich so ein Multiplayer-Projekt zwischen uns beide aufzubauen, das dauert vielleicht eine halbe Woche, dann steht das Projekt. Wird das Projekt, sage ich mal, wieder stehen mit Karte und Mods, sage ich es mal so. Ja. So ganz grob. Das ist immer jetzt die Frage, ob sich immer nicht mehr mal sagt, okay, wir lassen das jetzt zwar weiterlaufen, weil dann hatten wir vielleicht alle 2 Tage mal eine Folge. Oder nur Dienstags, Donnerstags, Samstags oder Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags oder sowas. Das Problem ist halt, da müsste ja, er noch. Das war da mal ein bisschen reduziert, wobei ich, wenn überhaupt reduziert, sagen wir dann Dienstags, Donnerstags und Samstags. Und dass man dann sagt, dann müssen wir halt das gucken, dann welches. Woche, also, ich sag's mal so, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Also, ja. ich sag mal so, wir nehmen Dienstags, Donnerstags und Samstag, kommt LS, unser Multiplayer-Projekt von uns beiden hübschen. Ja. Dass man sagt, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, dann ATS, ETS, Umsee, weiß der Geier was. Ja. Und dass dann die FFA-Folgen zusätzlich Mittwochs und Sonntags kommen, wie wir es jetzt hatten. Ja, wie es aktuell eh läuft. Genau, dass das so weiterläuft. Und dass dann Tutorials, Mod-Vorstellungen, mein Unboxing oder mein Weiterbau vom FAP, das dann einfach an den Tagen kommt, einfach dann, sag mal jetzt, wenn Mittwoch und Sonntag kommt, dass man dann sagt, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann halt irgendwas, was ich gerade sagte. Also Unboxing, Mod-Vorstellungen, dass man das dann so ein bisschen aufteilt. Ich mache mal nachher mal einen Plan fertig und dann schicke ich dir mal ein Foto und dann kann man es vielleicht das besser realisieren. Und auf Dauer können wir so das nicht weitermachen. Ist zwar schon gut, aber auf Dauer ist das nicht sehr hilfreich für den Kanal, wenn nur das Gleiche kommt. Bitte ich jetzt. Weil du ja, finde ich auch. Ist halt nur das Problem halt, welche Spiele spielen wir, in welchem Umfang, welche Spiele spielen wir zusammen.
welche Spiele spielen wir alleine und so weiter. Das ist halt. Also, ich denke mal, Multiplayer-Spiele wird es wohl weitergeben, nur halt kein LS mehr so häufig. Ja, dass dann LS durch zwei, drei andere Spiele vielleicht ersetzt wird einfach. Ja, und da ist es halt die Sache, welche Spiele nehmen wir. Ich könnte jetzt aktuell spontan keine Spiele sagen, wo ich, sage ich mal, wirklich richtig Bock drauf habe zu zocken. Na gut, es gibt immer noch ATS, ETS, wo ich aktuell wieder, also jedenfalls auf ATS, ne, ETS, wo ich aktuell Lust drauf habe, es zu spielen. Ist aber auch halt noch ein großer Aufwand, ist da immer wieder ein bisschen was zu machen. Naja, das Problem ist, es wird nachher auch sehr langweilig, weil in ATS, du kommst ja nicht weiter, die Map wird ja nicht weitergebaut. Du könntest, man könnte höchstens im Singleplayer auch eine Art Mod-Vorstellung machen, das heißt, was heißt Mod-Vorstellung, aber überlegt, dass man sich vielleicht mal, wobei, da muss ich sagen, muss bei den Mods, das schmiert häufig immer ab, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weil ATS, Mods, das schmiert häufig ab. Also, da habe ich eigentlich keine Probleme mit dem Abspielen, das Problem ist halt nur, dass das extrem zeitaufwendig ist. Naja. Also was meine Meinung ja, also dazu gesagt, ist, dass es dagegen ist LS. Mal, dagegen ja nachher, wir machen jetzt die Folge und die nächste von da können wir uns mal unterhalten, wie wir es machen. Ja, wir machen einfach die 7 Standardfolgen fertig und dann können wir nochmal kurz. Und dann überlegen wir uns gar nicht noch, wie wir es ändern können auf die Dauer. Jetzt nicht erst, nicht ab morgen, aber vielleicht dann ab den nächsten Ende des zwei, Monats oder so. Ja, genau. Dass man sowas sagt nach THO, dass man sagt, so zack, wir haben die 5 Tage frei, wir nehmen dann jetzt ab da anders. Ach, haben wir ja auch noch. Ja, deswegen. Dass man dann sagt, okay, ab da und da kann man das vielleicht dann was machen. Ja, müssen wir nochmal genau gucken, wann wir da. Weil es ist ja, weil wir müssen auch genau sagen, wer aufnimmt und veröffentlicht. Denn aktuell bin ich ja derjenige, der hier Upload hat, wie Santa merkt. Größtenteils, genau. Das wollte ich halt auch ein bisschen entzerren, dass du nicht alles machen musst, sondern dass ich auch mal was aufnehme, damit auch mal von mir auch was kommt. Nicht außer nur 2, 3 Umsichtfolgen die Woche. Ne? Und das vielleicht. Das, ja, du lachst jetzt aber, dass man sagt, ja, gut, denn so, ganz ehrlich, so ich bin in 11 Projekten pro Woche aktiv, die ich mit. Das sind eigentlich alle Projekte also aus. Also 11 Videos, nicht in 11 Projekten. Ja, es sind 11 Videos pro Woche, wo ich allein meine Stimme bzw. sogar teilweise meinen Charakter reinpacke. Teilweise kommt da sogar noch um sie zu. Ganz selten, aber passiert auch mal. Achso, jetzt weiß. Oder? Ja gut, es gibt ja auch mal ein paar Folgen mit Omsi, von mir, mit mir, wie auch immer. Ja. Naja, und dann, darf ich nochmal, ja, sag du erstmal, dann sag ich gleich, was ich noch... Nee, mach du, ich bin fertig, also. Achso, na, dass man dann sagt, okay, machen das so, wenn mal ein Omsi-Teil funktioniert, was es ja jetzt auch schon tut, man sagt, okay, es wird mehr Omsi mit meinem FAP einbezogen, es wird dann vielleicht mal so sein, dass mal Marc und ich dann, oder dass Marc mal zu mir kommt, dass er dann mal fährt und ich dann das Dashboard filme, wie er das dann bedient und so weiter, dass dann mal so Sachen dann halt kommt. Dass man dann mal sagt, okay, Omsi ist zwar auch ein bisschen aufwendig, Maps rauszusuchen. Ja, das ist nämlich genau das, was ich bedenke, dass es Omsi irgendein extrem aufwendig aber ist, wenn da wir halt so was Marc, zu machen. Wenn Marc, ja. Aber wenn wir so gehen, Marc, dann können wir eigentlich kein Spiel spielen, weil ATS-Mods rein, dauert zu lange ETS-Mods rein, Omsi fertig machen. Minecraft vielleicht dauert auch erstmal alles. Wobei Minecraft muss ich sagen, das ist noch so ein simples Spiel. Das kann man auf jeden Fall gut aufnehmen. Die FPS ist immer gut, es laggt wenig, das ist einfach genial. Nur da hast du wieder die Kosten des Servers, du hast einen LS-Server, du hast einen Minecraft-Server. Ja, und dann es ist auch aktuell so, Trish, müssen wir den LS-Server auslassen. Den haben wir jetzt noch bis zum 7. Irgendwann im 7. glaube ich, läuft der aus. Ja. Scheiße. Baum. Ja. Den müssten wir theoretisch noch ein bisschen auslasten und ich glaube nicht, dass das FFA-Projekt aktuell eins der Projekte ist, was den Server, sage ich mal, so dermaßen auslastet für. Ja. Oder man sagt, wo es gerade nochmal FFA spricht, da fällt mir gerade was ein. Und man sagt einfach, okay, wir nehmen dann statt 2 Folgen FFA dann, sagen wir mal, 3 Folgen FFA die Woche drauf. Das müssten wir aber dann mit Alex besprechen. Ja, das ist mir schon klar. Nur das könnte man noch in die Wege ziehen, dass man, wie gesagt, mal ein bisschen. Abwechslungsreichlich, weil wie gesagt, wie ich es vorhin schon sagte, so können wir es nicht auf Dauer nicht weitergehen lassen. Nee, das ist sicher, aber das sollte man vielleicht mal in der nächsten Besprechung mal anlaufen lassen, wie das aussieht, ob das bei ihm ebenfalls möglich wäre. Also so würde ich es machen, weil so macht es am meisten Sinn. So. Ja. So wird. Du könntest auch mal vorschlagen. Genau, und dann einfach gucken, was die sagen. Dann können wir das einfach bei uns mit unserer Planung reinziehen, wenn die sagen, okay, dann machen wir dann 3 Folgen. Kann man sagen, okay, wir machen 3 Folgen FFA. Dann haben wir, sagen wir mal, Dienstags, Donnerstags, Samstags.
montags, mittwochs, freitags, sonntags, dann kann vielleicht montags und freitags kann dann irgendwelche Verstellungen und dann mittwochs und sonntags kann dann keine Ahnung, irgendwie ein anderes Multiplayer-Projekt noch kommen. Also, man, so, wie gesagt, ich mache gleich mal einen Plan fertig, so wie ich mir das vorstelle, und dann kannst du mal da deinen Tipp zu geben. Wir haben ja noch, diese und nächste, und dann können wir noch mal ein bisschen quatschen. Na, das ist mal, wie gesagt, mal so ein bisschen ja, Abwechslung. Content schaut, meine Fresse. Ja. Wie man das so am schönsten. Wie man das so am schönsten realisieren kann. Genau. Dass es auch so für alle All-In-mäßig passt. Obwohl ich auch wieder ein bisschen Bock auf Bus-Simulator hätte. Okay. Mein Favorit wäre Minecraft. Also, das ist gut. Wir haben verschiedene Marc, wir gehen halt verschiedene Spielwünsche. Ab und zu vielleicht auch mal Minecraft, aber jetzt nicht, sag ich mal, so richtig. Nein. Das war dann vielleicht so. Also jetzt brauche ich noch einen Trecker. Wo haben wir denn jetzt hier einen? Ich stehe gerade hier beim vollen Hof, ich weiß nicht. So, hier haben wir noch einen. Gut, das ist mein Schlepper und die man diese Maschine gerade nicht da, sonst kriegst du einen Streikkrampf, oder? ja. Wobei deine Sämaschine wird ja, wie kommt der in die Halle? Ich bin gerade hinten bei der Kuhweide und parkiere mal die Fahrzeuge alle. Also. Weil das nämlich überhaupt nicht passt. Deswegen. Dachte schon, ist jetzt los. Naja, in der Ruhe liegt die Kraft. Dauert das halt alles eine Woche länger. Schadet auch nicht. Nee. Ja, damit ihr schon mal Bescheid weißt, dass man vielleicht. Dass wir auf jeden Fall was planen, es zu ändern. Ja, natürlich könnt ihr jetzt auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwas Geiles habt, was man testen könnte, spielen könnte. Ja. Immer mit rein. Das ist natürlich auch super, mal mit der Community mal ein bisschen zu interagieren. Ja, ne? Musste googeln, ob das richtig war. Ja, interagieren. Ja. Interagieren. Ist schon richtig. Sehr korrekt. Das war jetzt Französisch, aber egal. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so gerne mal spielt. Ob ihr da vielleicht auch noch irgendwas Geiles habt. Genau. Dass man Multiplayer spielen kann, was auch funktioniert. Ne? Ja. Dass man dann vielleicht mal sagt, dass man mal. Und was jetzt nicht kommt, wenn ich jetzt nicht mit GTA 6 an für 60 Euro oder sowas. Ne? Also, was entweder günstig ist oder halt auch kostenlos ist. Maurice hat ja nicht mal GTA gemacht bisher, also von daher alles gut. Er hat sich da gedownloadet, 2 Stunden gespielt oder 3 und dann, keine Ahnung, ist halt Spiel nicht mehr oder. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das hier ist. was für ein Scheiß hast du jetzt wieder verbaut? B, kann deine Festplatte was dafür, glaube ich nicht. Oder C, es liegt an der Person, die es bedient, und ich glaube, da liegt es am meisten dran. Schnauze zuletzt geht. Aber wie gesagt, wir müssen mal so. Also, jetzt müssen wir die da rein. Nee, ich nehme jetzt den Weg. Ich müsste das eigentlich mal filmen, wie ich jetzt hier arbeite. Das ja, mach doch. Oft reinschneiden. Mach doch. Nimm. Ja, ist zu spät. Ich bin jetzt schon halb fertig hier. Wo ich auch eigentlich mal richtig Lust drauf hätte, worauf ich mal richtig Lust hätte, wo ich aber weiß, dass das nicht so gut ankommt auf YouTube, ist so ein gesplitterter Screen. Also, dass man deine Aufnahme sieht und meine. Ja, was ich ja schon mal gesagt hatte, aber das. Ja, ich weiß, aber dass das auf YouTube nicht so gut ankommt. Das ist ja das Problem. Sie Kündchen, ich fahre sofort weiter. Ich muss mal kurz nur meinen Stuhl ein bisschen anders machen, damit er hier noch ein bisschen bequem ist, denn ich merke so langsam, dass es wieder wehtut. So, C. Wenn du jetzt kommst mit Alter, dann hau ich dir eine. Alter Mann. Ja, morgen früh, weißt du? Dritte Stunde. Erste Stunde. Ja, dritte, genau. Wir haben erstmal Deutsch. Und ich Säcke von der Tür kam frei, Alter. Ich hab's. Aber weißt du, King Zeugnisse müssen doch nicht mal zu Deutsch erscheinen, Alter, ganz ehrlich. Die haben da nur in der Dritten. Da frage ich mich ernsthaft auch, ob man nicht da ein bisschen verarscht wird, weil für eine Stunde in die Schule zu kommen. Ja, jetzt fragwürdig, ob man das machen muss, ne? Also, du kannst ja das Zeugnis auch am Motor abholen, so ist das ja nicht, ne? Das Wochenende macht den Bräu, glaube ich, auch nicht mehr fett. Nee.
Okay, du, wenn außer du bewerbst dich und kannst dich dann am Wochenende schon mal kümmern, dass du das dann Genau, du kannst schon mal Bewerbungen schreiben oder so, was ich natürlich jetzt auch am Wochenende machen werde. Das ist sehr, sehr beliebt und gerade so Ausbildungsplätze, die richtig gefragt sind, muss natürlich immer als erstes sein. Ja. Deswegen schon mal wissen, okay, der für die. Na gut, das werde ich jetzt am Wochenende auch machen müssen oder machen sogar. So. Was ich wahrscheinlich nicht morgen mache, aber übermorgen wahrscheinlich. Ja, Samstag ist noch Zeit. Ich werde wahrscheinlich Samstag entweder. Ja, ich kann eigentlich auch nicht voll. Z. So, wir sehen jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Oh. Anmachen wäre auch nicht schlecht, Marc. Ja. So, den können wir jetzt noch rein. Wir jetzt noch ein bisschen sehen, aber du darfst abmoderieren. Oh, das war schon wieder. Wow, okay. Ja, sag ich, geht vorbei hier. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt mal, wie gesagt, in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet. Mal sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Projekt. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.